Nachdem eine IT-Störung am Freitag den Luftverkehr weltweit beeinträchtigte, hat sich der Flugbetrieb am Flughafen Hamburg am Samstagmorgen wieder erholt. Die Fluggesellschaften haben ihre IT-Systeme wieder in Betrieb. Dennoch sind geringe Verzögerungen und vereinzelte Streichungen nicht auszuschließen. Der Flughafen rät Passagiere, sich an ihre Airline zu wenden. Insgesamt 24 Abflüge und 25 Ankünfte mussten die Fluggesellschaften am Freitag in Hamburg streichen. Über den gesamten Tag verteilt kam es darüber hinaus zu Verspätungen. Flughafensprecherin Katja Bromm teilt zudem mit, dass sich der Flugbetrieb in Hamburg zwar weitestgehend normalisiert hat, der Flugplan in Deutschland, Europa und der Welt dennoch durcheinander geraten ist, sodass das Luftfahrtpersonal und Flugzeuge nicht durchgehend dort seien, wo sie ursprünglich eingeplant waren. Daher kann es auch am Samstag zu einzelnen Verzögerungen und Streichungen kommen.